Hallo Leute, hier ist Kraftdarko, ich begrüße euch zurück zu Shadow the Hedgehog. Gerade in Prison Island. Ich gehe in Neutral, stimmt, ich gehe in Neutral, Scheißdreck. Meine Fresse. Bin mal gespannt, wie das hier weiter abläuft. Wow, ich probiere. Charmy, ja, wie schön. Ist immer so, Charmy ist hier nicht ganz so schlimm wie in, im Englischen, aber er ist trotzdem eine fucking nervige Sau. Also, ein fucking nerviges Vieh. Ich weiß nicht wieso, also irgendwie, ja, ich weiß. Ich finde dich auch toll. Ich finde mich selbst auch toll. Ich habe so viel... Ei, ei. Wie komme ich am schnellsten zum Ziel, bitte? Wie komme ich am schnellsten zum Ziel? Bitte sagen Sie mir das. Mr. Charmy? Auf geht's zur... Oh Gott, Charmy, geh mir nicht auf den Keks, ganz ehrlich. Oh, nein, ich wollte springen. Ah, nein. Ah, ich bin so blöd. Ah. Hab das total verpennt gerade. Ja. Kann das Ding Doppelsprung? Hab ich's gerade richtig? Ja, das Ding kann so einen leichten Doppelsprung. Ist mir nie aufgefallen. Ist mir wirklich nie aufgefallen. Keine Ahnung. Irgendwie... Habe ich das total verpennt, dass das Ding wirklich einen Doppelsprung kann? Okay. Ich gehe weiter. Scheißegal. Da sind die Viecher. So, da kann ich ein bisschen Hero-Leiste pushen. Die ist mir persönlich ganz wichtig. Wenn ich hier wieder durchs Level rushen kann, wie so schnell es halt geht. Ich könnte theoretisch auch... Kann ich das nehmen? Gibt's die Billy Hatcher-Waffe schon? Nein, nur das Katana und die, die andere Waffe da, die, Waffe zum Heilen, genau, zum Heilen war das. Zum Heilen, aber die brauche ich gerade nicht. Die ist mir gerade egal. Die Heal Weapon. Ich weiß nicht, ob der Frameverlust vom Game selbst kommt oder vom Emulator. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Ich hatte schon ab und zu auf der GameCube-Fassung ein paar Frame-Einbrüche an manchen Stellen, wenn da scheiße viel los war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, komm, gib mir das. Ah, was? Ah! Ist ja fast wie im Zoo. Ja, ist voll im Zoo. Ist voll wie im Zoo, Leute. Oh, endlich geht doch. Kaust dich Control! Control! Oh Gott! Oh Gott! Schneller! Ich hab's eilig! Bis zum Ziel! Also fast da, glaube ich, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Au! Ja, der Road zu, der Weg zu Sonic the Hedgehog 2017 erhöht sich, geht in eine, wow, what the fuck, oh meine Fresse, das war jetzt gerade nicht sehr witzig. Du ärgerst sie nur noch mehr, ist mir doch egal, ich mach was. What the fuck? Ihr habt's auch gesehen, oder was ist da passiert? Das ist mir noch nie passiert! Ich bin gestorben? Wodurch? Vor allem, ich hab sogar noch die scheiß Dings benutzt! Ich weiß gerade echt nicht, was passiert ist! Ich hab keine Ahnung, ich glaube, ich hatte keinen Ring gehabt und wurde abgeknallt, oder? Ich glaube, ich hatte keinen Ring gehabt und deswegen wurde ich abgeknallt. Das war gemein. Prima, gute Arbeit! Ja, ich weiß. Charmy. Ich will den ja killen, aber das ist, oh nein, bitte nicht. Ärger mich nicht, hab zu tun. ich buff den einfach ran. Oh! Sugei, Shadow! Ah, das war das Anvisieren-Dingsbums. Ja klar, locker. Hat er sich durchgeglitscht? Hat er sich gerade durch das Gefängnis durchgeglitscht? Ich glaube. Ah, fuck. Ich habe fast meine Leiste wieder ready. Ich habe leider einen kleinen Fehler gemacht bei dem, Ah, geht doch. So, jetzt. Yes! Wow. What the hell, Shadow. Okay, wieder hier. Okay, goodie. Ich, wüsste gerade nicht so genau,
Ah, okay. Ich habe diese Level schon ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß gerade selber nicht wieso. Ich weiß gerade selber nicht, wie es genau weitergeht. Ich mach mal. So weit kann das Ziel eigentlich gar nicht mehr entfernt sein, eigentlich. Ach, gib mir die Bumme. Gib mir meine Knarre. Ich brauche die Knarre. Ah, komm schon. Komm schon. Nee, doch, hier, den. Ah, herrlich. Ich hasse diese Pflanzen. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht bis heute, was das eigentlich genau ist. Wo die herkommen. Vor allem, war Prison Island nicht eigentlich, sah das nicht eigentlich anders aus? Weil Prison Island war ja ein Gefängnis, ne? Also man sieht zwar schon die Gefängniszellen, aber man sieht zum Beispiel nichts von dem, was, wo Sonic jetzt dabei war zum Beispiel. Weil Sonic war ja auch mal kurz in Prison Island gefangen. Aber man wirklich, was davon sehen, tut man hier eigentlich gar nicht. Ich weiß auch nicht, was los ist. Heute ist hier der Wurm drin. Weiß nicht warum. Nummer 2. Oh ja. Ich weiß, was ich tue, Charmy. Verdammt, du musst nicht alles kommentieren, was ich tue. Du musst nicht jeden Scheiß kommentieren, den ich gerade tue. Ja, Gott, nein. Ich hasse es in diesem Spiel, dass sie wirklich jeden Dreck, den ich mache, kommentieren müssen. Deswegen gehe ich meistens immer auf den auf den Neutral Weg, wo mir dann meistens keiner auf den Sack geht und mir irgendwas vorschreibt oder sowas in der Art oder irgendwas sagt. Halt, Moment, da war was. Kann ich Knifte kriegen? Darf ich das haben? Danke. Er sagt zwar ja, aber auf der anderen Seite sagt er wiederum nein. Herrlich. Da ist das Ziel! Ja, endlich, für die Zeit. Na los, komm. Ja. Komm, lass mich rauf da. Chaos Emeraldo. Oh, geht doch. Obwohl ich zweimal gestorben bin, A-Rang, herrlich. Ich bin awesome. Ich hätte es nie besser machen können. Ich muss mal eben kurz, ich glaube, das Ding neu starten. Ich will mal hier die Frame Drops ein bisschen verringern. Okay, jetzt soll's gehen. Oh, Eggman, was läuft? まさかこんなものが空を飛ぶとはな。これぞ、今から2000年ほど前にこの星へ落とした我が軍の飛行士。これで世界各地に我が戦士たちを送り込む。そう、人類に恐怖を運ぶ箱舟というわけだ。 Okay. Das heißt, ins nächste Level. Es kam so rüber, als ob Doktor ein Name wäre, weil normalerweise wäre das ja. Aber nee, ich glaube, wenn sie einen Japanischen sagen würde, wäre es, glaube ich, Professor. Und ich glaube, das wäre dann Hakase. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dasselbe Wort ist wie Doktor. Theoretisch. Glaube nicht. Kenne mich nicht wirklich mit Japanisch aus. So, mit der Sprache per se. Wow. Shadow, alles gut? Ich kann nichts machen. Er steuert nicht. Ich kann nichts machen. Ich kann nur Start drücken. Okay, aus irgendwelchen Gründen hing er dort fest und wollte nicht mehr. Shadow hat aufgegeben. Shadow hat gesagt, nein, ist nicht. Hat er sich gedacht. Ich mach nicht mehr weiter, ich habe keinen Bock mehr. Wahrscheinlich ist er genervt von allen Leuten, die ihn die ganze Zeit abfucken. Und jetzt geht's. Okay. Hatte ich auch noch nie gehabt, sowas hatte ich auch noch nie gehabt.
Habe ich noch nie gehabt, sowas? Okay, wundervoll. Ich hole mal die Wumme vom... Das Witzige ist... Ist Eggman hier nicht sogar die gute Mission? Ich glaube, Eggman ist hier gute Mission. Witzigerweise. Das finde ich ein bisschen ironisch an einigen Stellen, weil warum sollte Eggman eine gute Mission machen? Naja, obwohl auf der anderen Seite Eggman ist nicht wirklich eine typische Gestalt, wo ich sagen würde, der ist böse oder sowas. Das ist jetzt ziemlich dahergeredet, wäre das jetzt. Also das wäre jetzt ziemlich schwachsinnig, sowas zu behaupten. Hi Eggman. Ja, was für ein Zufall, dass du mich jetzt wüsst. Hört auf, mich zuzulabern! Bitte. Und Frame Drops, bitte, lasst mich diesmal in Ruhe. Heute wieder nicht. Heute ist ein schlechter Tag zum Zocken. Ist mir aufgefallen. Ich nehme die. Die Wumme ist eigentlich ganz gut. Die ist ziemlich stark eigentlich für diverse Dinge. Ich glaube, ich... Nee, ich bleib bei dem Sheet. Ich muss hier einfach ein bisschen herumwuseln und ich sollte weiter bei diesem Punkt laufen, wo ich die Hero-Energie einsammle. Beziehungsweise die Hero-Energie. Ich hasse dieses Teil. Ich hasse dieses Ding so sehr. Das Ding hat mir schon so oft den. Ja, cool, das Ding. Das Ding macht das kaputt, okay. Gut zu wissen. Das Ding ist übel scheiße zu steuern teilweise, also... ich schaffe es! Also, ich weiß nicht so recht. Was ging hier ab? Ganz ehrlich. Was ging mit dem Ding ab? Kein Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Dieses Ding ist extrem komisch gescriptet. Ich weiß nicht warum. Also, irgendwie hat der diesen Hover Boost, den hier. Dieses Hovering, das ist so... Es ist nicht wie bei Adventure oder sowas, es ist total komisch. Wahrscheinlich, weil es eine andere Engine ist oder so. Wahrscheinlich wird es auf der Gameplay-Engine von Heroes basiert, denke ich jetzt einfach mal. Oh, hey. Nimm mich mit, weil es ist auf dem Weg und so, ne? Ui. Ah, shit, voll reingerannt. Oh. Ah, nee, nicht der Schicht. Okay, kein Themchen. Gib mir das! Ich hasse ihn! Hab ich das schon mal gesagt? Ich hasse ihn. Hopp. Wow. Kurz überlegen. Ist hier eine bessere Wumme? Die ist nicht so gut. Sie könnte zum meinen, dass sie ganz geil ist, aber ist sie eigentlich gar nicht. Okay, los! Chaos für Kontrolle! Ei! Los, düsen! Düsen! Ich glaube, da düst du jetzt komplett lang, auch wenn es alle ist, oder? Ja, bis dahin. War irgendwie klar. Okay, was soll's. Ich komme halt nicht klar. Also hier komme ich überhaupt nicht klar. Auf mein Leben hier. Auf mein edgy Leben. Edgy Leben in Shadow. Mit Shadow. Ach Gottchen. Ich komme nicht drauf klar, Leute. Ich komme heute nicht drauf klar. Obwohl, eigentlich ist es... noch im Rahmen. Ich hatte schon mal schlimmer gehabt, was teilweise im Pub Franks angeht und sowas. Also ich weiß nicht, wie andere das machen. Weiß ich ganz ehrlich nicht. Weiß ich, wie andere sowas aufzeichnen. Originalkontrolle ist teilweise ein bisschen schwierig, vor allem in der heutigen Zeit, wenn man schon in 720p aufnehmen möchte, dann hat man das Problem, dass man viele Dinge von den alten Konsolen einfach nicht mehr nehmen kann. Also so direkt, das ist einfach so, weil die oh nein. 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 Nein, was mache ich da? Ich würde so sterben, oder? Oh, warte mal, das könnte mich retten hier. Ach, oh, gerade so. Also manche Konsolen, die alten Konsolen kann ihr, glaube ich, höchstens bis zu 480p hochladen, glaube ich. Oder aufnehmen. Die höchste Auflösung, es sei denn, man holt sich da irgendwie noch so einen akkuraten HD-Verteiler oder so ein Scheißdreck. Was dann aber bei der Konsole extrem scheiße aussieht bei manchen Stellen. Das sollte ich mitnehmen vielleicht. Weil hier keine Lust, dass mir schon wieder irgendein Scheiß passiert. Kein Bock drauf. Deswegen ist normalerweise Emulator theoretisch die beste Alternative, theoretisch. Rein theoretisch nur, ne? Also...
Aber was schade ist, ich hab leider nur das Problem, dass Shadow also Shadow the Hedgehog macht meistens nur diese Probleme. Sonic Heroes oder andere GameCube Games oder sogar Wii Games funktionieren locker. Also ich weiß nicht, warum Shadow the Hedgehog solche Probleme macht. Kann auch einfach daran liegen, weil das Spiel ein bisschen komisch gescriptet ist an manchen Stellen und vielleicht auch wegen weil Japsen-Fassung und so und ich irgendwas, keine Ahnung. Und die Japsen-Fassung irgendwie ungeliebt ist oder so in der Art, keine Ahnung. Oh hey, nehme ich mit. Nehme ich mal mit. War das Ziel nicht schon hier unten? Oh ja. Nein, ist es nicht. Ich frage mich gerade, wo das Ziel ist. Ich frage mich gerade ernst, wo das Ziel ist. Zwar, es sollte nicht mehr allzu weit entfernt sein. Ganz kurz. Ah, geht. Geht. Ich glaube, ein paar Flüge muss ich noch machen. Haut ab, ihr Roboter von Ekoman. Ekoman. Achso, ja stimmt, da war ja die Geschichte. Erstmal die Homing Attacken und dann... Hey Gott, Homing Attack! Lass mich nicht im Stich! Lass mich nicht im Stich! Ja, wo ist... Ah, da. Ach nee, das ist ja gar nicht meine Wumme. Was für eine Wumme habe ich eigentlich? Ich bin ein bisschen verwirrt. Gerade, ich weiß, dass die ganz geil ist, weil die macht ziemlich viel High Damage eigentlich, wenn man es genau nimmt. Die macht eigentlich recht guten Damage, obwohl es eigentlich so eine kleine Waffe ist und die feuert eigentlich in einer kurzen Distanz ziemlich viel, ziemlich häufig ab und man haut auch ziemlich viel Schaden raus. Also rein theoretisch ist die nicht schlecht. Ich glaube, ich würde sogar beinahe so weit gehen, dass ich sagen würde, das ist die beste von den, Ah, jetzt geht's ab! Ich glaube, das geht bis zum Ziel, oder? Das, oh, nein, geht's nicht, war wegen dem hier. War wegen dem Penner hier. Komm schon, beeil dich. Kann ich nicht immer wieder abspringen und dann... Kann ich nicht. Ja, ich kann es leider nicht buggy machen oder sowas. Hätte ich versuchen müssen eigentlich. Okay, das Problem ist jetzt, ich muss jetzt warten, bis der wieder zurückkommt, also bis er wieder spawnt. Falls der überhaupt spawnt wieder, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wann kommt er wieder? Oh, warte mal, du bist ein... Soll ich es mal wagen mit ein bisschen ungewolltem TAS? Ah, schade. Er ist gejumpt. Es gibt bestimmt diesen Momentum-Sprung, wo man rüber flitzt. Ei! Ah, egal. Aber ich hab's auch gesehen, oder? Obwohl, im Grunde ist es scheißegal, weil hier ist es theoretisch, ich weiß, ich verliere jetzt wahrscheinlich meinen Rang und werde jetzt wahrscheinlich auf Dauer... Nein, die will ich nicht. Mit das. Ich werde wahrscheinlich, Rang E kriegen oder sowas, denke ich mal. Allerhöchstens Rang C, aufgrund der Zeit eventuell. Auch wenn ich mit sehr viel Zeit gelassen habe. Los, komm, Gummi, ich muss leider fliegen. Leider keine andere Wahl. Ich wünschte, es wäre anders, aber okay. Ich wünschte, es wäre... Au! Fucking Bastard. Ich hätte vielleicht von hier abspringen sollen und dann vielleicht Chaos Control ansetzen sollen. Dann wäre es eventuell besser abgelaufen. Ich darf hier nicht fallen. Doch, hier darfst du fallen. Hier ist es scheißegal. Hier kann man weiterlaufen, ganz normal. Theoretisch kann man hier weiterlaufen. Ich hab das oft gemacht. Hier bin ich einfach weitergelaufen, scheißegal. Da scheiße ich doch drauf, ganz ehrlich. Da schiebe ich drauf. Ah, das ist Ziel. Da müsste das Ziel sein. Ah, ich packe mir ein Eis, wenn ich dann später die ganzen anderen Stories machen muss und so ein Scheißdreck. Gott, da packe ich mir jetzt schon Eis. Ganz ehrlich. Ich bin so erfreut. Wirklich. Ich bin so froh. Herrlich, Leute. Herrlich. Give me that. E-Rank. Das war die Neutral Mission, die normale Mission. Oh, doch ein B. What the fuck? Alter, die Anforderungen sind extrem scheiße. Nein, ich bin kurz vorm Ziel verreckt und krieg noch ein B, Alter. Das geht ab hier. Was geht ab, Leute? Was geht ab? I'm too bro for this. Viel zu bro, glaube ich. Viel zu bro. Ah, too much bro. Too much Daku. Und so. Ah, herrlich. I love it.
Gib mir Feuer und Löcher. Bitte. I love it. Ist das ein Dreamcast Shadow Model, by the way? Dürfte eigentlich nicht so sein. So eine Bagger. Oh mein Gott. Das erfahren wir erst in der nächsten, im nächsten Part. Das war Shadow the Hedgehog, der zweite Part. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, solltet ihr das eventuell tun, damit ihr immer wisst, wie es weitergeht und damit ihr es immer sofort sehen könnt. In diesem Sinne, ich bin Graf Darko, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Ich sag mal so, Sonic war nie eine Serie, die für kleine Kinder gemacht wurde. Also nie direkt. Sonic war immer eine Serie, die eher darauf bezogen war, dass es für Jugendliche war hauptsächlich. Für Jugendliche und...